What's up, moin Leute, Vanuri am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks, Replay Nummer 1 des Tages. Wir sind unterwegs mit Schnappi Mike im KV-85 auf der schönen Karte Kharkov und wir gucken uns doch einfach mal an, was er in diesem Stufe 6 Heavy Tank schwerer Panzer von den Russen so alles anstellen kann. Wenn er gegen die Tok anstinken will, das könnte er schaffen, solange er nicht im Dauerfeuer von dem Ding landet. Wenn er Schüsse traden kann, dürfte es eigentlich ganz gut laufen. Er guckt hier auch wirklich, dass er irgendwo vielleicht draufkommt. Da ist ein T1 Heavy, da drüben sind die ganzen Gegner und sowas, die alle jetzt hier langsam aber sicher rumkommen wollen. Aber hier schon offen ist. Noch nicht, wie es aussieht. KV-1S, guter Schuss rein. Der Gegner zieht ihm nur die Kette. Alles gar kein Thema. Nimmt den zweiten Schuss auch auf den KV-1S drauf. Sauber gemacht, ihn da wieder getrackt. Und zwei Gegner tot. In sehr, sehr kurzer Zeit. Und das muss man ihm da wirklich einfach lassen. Er kann hier vor der Tok nicht allzu lange sitzen. Das Problem ist, die hat wirklich einen sehr, sehr schnellen Reload. Da möchte man nicht vorsitzen bleiben. Am besten gut winkeln und er macht es hier eigentlich richtig. Er wartet ab, dass die Tok schießt. Da prallt sie auch in ihm ab. Er kann rausfahren, Schuss absetzen und jetzt hat er eigentlich einen ziemlich guten Winkel hier zur Tok. Jetzt muss er warten, bis die Tok nochmal geschossen hat. Da kam der Schuss. Er hat irgendwas hinter sich. Das ist natürlich weniger gut. aber wie es aussieht, kein großes Problem hier die Tok rauszunehmen. Er hat einen Kollegen hinter sich verloren. Es war der Churchill, den es da erwischt hat. Und ja, dass er da nur die Kette zieht vom T1 Heavy ist eigentlich schon klar. Muss hier ein bisschen aufpassen und ja, da hätte er vielleicht noch eine Sekunde warten müssen. Aber da kann man auch nicht unbedingt mit rechnen, dass der da so nach vorne und nach hinten wiggelt und wackelt. T-34-85 kann jetzt nicht wirklich irgendwo hin, aber den Schuss ins Heck, den kann er auf jeden Fall da setzen. Und er kann hier schön mit dieser Häuserseite wunderbar Stück für Stück hier entlangfahren, versucht vielleicht auf den Panzer 4H noch einen Schuss draufzusetzen. Kommt da allerdings nicht ganz drauf. Und der Gegner möchte hier auch wirklich überhaupt nicht rum. Ne? Jetzt mit zwei Kills mittlerweile und wie sie da den Gegner rausgenommen haben, war eine super Sache. Und er versucht hier wirklich... er hat wirklich versucht, auf die Kanone vom T1 Heavy drauf zu kommen. Und die zu zerstören, was natürlich auch eine Taktik ist. Habe ich bis jetzt noch nie gesehen, dass das wirklich jemand versucht hat. Auf den Panzer 4H muss er jetzt wirklich keinen Schuss mehr draufsetzen. T1 Heavy könnte jetzt ein Problem werden. Ja, der kommt nämlich auch durch. Und die Kanone von dem schießt auf jeden Fall schneller, aber nicht schnell genug. Und das war's auch schon. Das gegnerische Team wurde aufgeräumt. Sehr, sehr coole Sache. Er hat hier mit dem Churchill und da hinten ist auch die Sue gestorben und ein bisschen was anderes. Hat er mehr oder weniger alleine da vorne so ein ziemliches Grab verursacht. Schon eine coole Sache. Drei von diesen 2, 4, 5, keine Ahnung wie viele Panzer da hinten rumstehen. Panzern hat er drei Stück von gekillt. Saubere Sache. Und wir gucken uns passend dazu die Endstats an. Wieder mal eine ziemlich schnelle und kurze, schmerzlose Runde mit dem Panzerass und dem Großkaliber, den er hier sich abgeholt hat bei... etwas über 2500 Schadenspunkten, 3 Kills und 1136 Standarderfahrungspunkten. Da kann man schon mal nicht meckern. Und die Tok war eigentlich relativ gut dabei. 2, 3 Schüsse hat sie, glaube ich, in den Schnappi reingesetzt. Und der Rest von anderen Leuten, vor allen Dingen natürlich hier vom, wo ist er, der Churchill da, vom Churchill entsprechend. Aber wahrscheinlich hätte die Tok wesentlich mehr machen können, wenn sie durch Medium-Panzer durchgebuttert wäre, beziehungsweise eine etwas bessere Position vielleicht gehabt hätte. über 39.000 Silber plus gemacht für das Ding hier und ja, durch persönliche Reserve und Missionsbonus ganze 5.112 Erfahrungspunkte. Und hier sieht man es nochmal, 3 Minuten 18 Sekunden. Holla die Waldfee. Jungs, Jungs, Jungs. Immer diese schnellen Matches.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst euer Däumchen nach oben da. Wenn nicht, dann Däumchen nach unten. Lasst mich wissen, was ich verbessern kann und warum es euch nicht gefallen hat. Und in den Kommentaren einfach mal reintippern. Gar kein Problem. Würde ich wirklich sehr, sehr gerne wissen. Wenn ihr zum nächsten Replay wollt, dem zweiten von heute, dann müsst ihr euch bis 13 Uhr ungefähr gedulden. Oder wenn es natürlich schon später ist, dann findet ihr das oben rechts in der Infokarte. Dort könnt ihr dann entsprechend draufklicken und dann zum nächsten Replay wandern. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß beim Sabberzocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.